und Lesungen. Und ich habe zwei Bücher mitgebracht, die ich wirklich empfehlen kann, wenn man sich ein bisschen in ein Buch hineinversenken will und was wirklich Schönes und sehr Angenehmes lesen will. Und anfangen muss ich da mit dem Herrn Kostorf, mit dem Jan Kostorf, Horak am Ende der Welt. Das ist ein Buch, wenn man dem Sommer ein bisschen nachfühlen will. Da geht es um einen Autor, den Herrn Horak, der ist Mitte 40, der hat so ein bisschen Erfolg gehabt früher, so ein klein wenig, jetzt nicht mehr so. Und jetzt hat er seine letzte Lesung im Waldviertel, dort, wo auch seine Großeltern aufgewachsen sind. Es ist unschwer, Heidenreichstein zu erkennen. Und dann kriegt er dort in Heidenreichstein von seinem Agenten die Nachricht, dass das neue Buch, das er an die Verlage geschickt hat, niemanden interessiert. Keiner will es lesen. Jeder findet es furchtbar und schrecklich. Und der Horak, der sagt so ein bisschen so, wenn das so ist, ja, dann hau ich einen Hut drauf. Setzt sich auf sein Fahrrad und fährt durchs Waldviertel. Das ist ein Buch zum die Seele baumeln lassen. Ich habe mich zerkugelt. Es ist wunderschön, es ist extrem liebevoll. Ein Buch, das die Seele streichelt bis zum geht nicht mehr. Ich habe das sehr genossen. Schön. Ja. Aber ist es jetzt das Waldviertel, das man da kennenlernt? Oder geht es um die Erlebnisse oder Gedankenwelt des Herrn Horak? Beides. Einerseits das Waldviertel und andererseits das, dass der Herr Horak, da ist ein Mann, ein Schriftsteller drinnen, der sich daran gewöhnt hat, dass er einfach nichts zusammenbringt. Es hilft nichts. Es hilft nichts. Er hat gesagt, gut, er hat seinen Frieden damit geschlossen. Er sagt, gut, es ist so, wie es ist, setzt sich aufs Radl und fährt los. Schön. Und das ist einfach die Geschichte, die darin erzählt wird, wie er sich wieder beginnt, mit der Welt anzufreunden. Und gleichzeitig aber merkt, okay, vielleicht ist da, wo ich jetzt bin, vielleicht ist es da gut. Vielleicht ist es da einfach schön. Gut, vielleicht bleibe ich einfach da und schaue, was passiert. Ein wunderschönes Buch, das, wie gesagt, sehr erholsam ist und irrsinnig schön geschrieben, sehr entspannt. Wow. Ja. Horak, am Ende der Welt, vielleicht interessiert Sie das ja. Klingt ziemlich gut, danke. Ist sehr, sehr gut.